Georg Zimmermann, offensives Rennen gefahren. Die Gruppe kommt heute tatsächlich durch. Du warst vorne mit dabei, hast nochmal attackiert kurz vorm Ende. Wie zufrieden oder wie enttäuscht bist du jetzt nach einem starken Rennen, aber am Ende nicht ganz vorne gelandet? Ja, zwiegespaltenes Fazit. Also wir kreiseln durch die letzten 1-2 Kilometer und auf einmal höre ich, dass ich war hinter Patrick Konrad und auf einmal höre ich im Radio von Lorenzo, dass wir eine kleine Lücke haben. Und dann hat man nur einen Bruchteil von einer Sekunde Zeit, zu überlegen, was man macht, ob man jetzt drauf tritt oder nicht. Dann fahre ich voll drüber und bin auch allein ein paar Meter raus, aber Hirschi fährt die Lücke zu. Ist halt. Ich weiß nicht, ob es schlauer gewesen wäre, sitzen zu bleiben. Das eine ist halt, hat man wirklich eine realistische Chance, das Rennen zu gewinnen. Wenn man sitzen bleibt, kann man halt fürs Podium sprinten. Von daher, jetzt rückwirkend wäre ich sitzen geblieben und hätte es auf den Sprint ankommen lassen. Aber ja, in der einen Sekunde hat man nicht viel Zeit nachzudenken und ist dann ein bisschen auch von seinen Emotionen beeinflusst. Dann habe ich durchgezogen, aber ich muss es mir noch mal im Fernsehen anschauen. Aber ich glaube schon, dass ich eine ganz gute Lücke zwischenzeitlich hatte und von daher hätte es schon auch gut gehen können. Hirschi war halt aufmerksam und ist dann gleich zugefahren. Von daher, Aber von der Taktik her ging es so auf, vermutlich, wie ihr euch das gedacht hattet. Ihr wart zu zweit vorne und die Lücke war zwar nie riesengroß. Zwischendrin konnte man vielleicht auch mal ein bisschen Angst haben, ob das Feld nochmal rankommt. Wie habt ihr das wahrgenommen und wart ihr die ganze Zeit informiert darüber, wie groß die Lücke nach hinten ist und wann war euch klar, wir kommen durch? Die Lücke war immer so zwischen 30 und 45 Sekunden, glaube ich. Von daher musste man schon ganz gut durchgehen. Es war halt immer so eine 50-50-Chance, ob die Gruppe ankommt oder nicht. Heute hatten wir mal Glück und sie ist angekommen. Von daher, informiert waren wir so insofern, dass wir 3-4 Mal Abstände bekommen haben, die immer zwischen 30 Sekunden und einer Minute waren. Von daher waren wir eigentlich ganz gut informiert. Auch manchmal, wenn die Straße zu Kringel macht oder man nach einer langen Zeit da bei der Mainbrücke kann man auch immer ein gutes Stück zurückschauen. Von daher war man einerseits übers Radio informiert und an manchen Stellen konnte man auch recht weit zurückschauen. Der neue Kurs mit zweimal Feldberg, das darf aus deiner Sicht gern so bleiben? Mir hat es eigentlich besser gefallen. Normalerweise fährt man nach dem Feldberg nochmal so einen anderen Hügel, den wir dieses Mal ausgelassen haben. Den kann man auch noch gern einbauen, weil jetzt war es halt zwischen zweiten Mal Feldberg und dem letzten Mal Mammolshain war es halt schon ganz schön weit. Bike Exchange hat versucht, das Tempo hochzuhalten, aber trotzdem sind nochmal alle zurückgekommen. Wenn man da noch irgendeinen kleinen Hügel einbaut, dann ist es vielleicht unmöglich zurückzukommen. Aber ja, mich hat es überrascht, dass es so viel Unterschied gemacht hat. Und mir hat es gefallen. Schöne neue Strecke. Kann gern so bleiben. Dankeschön.